Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo rund um den Service oder die Plattform Ko-fi. Worum geht's dabei? Es geht dabei darum, wie ihr mich unterstützen könnt oder auch wie ihr euren Lieblingscreator unterstützen könnt, der vielleicht auch auf Ko-fi ist. Was ist Ko-fi genau und wo sehe ich die Vorteile von Ko-fi zu den herkömmlichen Diensten wie eine Kanalmitgliedschaft auf YouTube oder ein Sub auf Twitch? Fangen wir mit meiner Person an. Ich habe öfters schon die Nachfrage, wo kann ich dich unterstützen für einen Rust-Server? Ich würde da gerne im Monat was geben oder ich würde mal einmalig ein bisschen was geben, damit eine neue Map gekauft werden kann oder so weiter. Das könnt ihr jetzt ab sofort hier auf dieser Seite tun. Ko-fi. Ko-fi.com/Zagos. Ja, ihr habt hier die Möglichkeit, einfach hier auf One-Time einmal auszuwählen. Da könnt ihr einen Betrag eingeben, indem ihr einfach hier die Kaffeetassen erhöht. Und könnt noch eine Message schreiben, ihr könnt auch privat anhaken, wenn die nicht irgendwie vorgelesen werden soll, wenn ich gerade live bin. Und könnt dann einfach was donaten. Ihr könnt aber auch ein Membership abschließen, das heißt einen monatlichen Sub, wie ihr es auch von Twitch kennt, oder eine Kanalmitgliedschaft auf YouTube. Da habt ihr drei verschiedene Stufen, Bronze, Silber, Gold. Vorteile habt ihr dadurch jetzt keine großen bei mir. Ihr bekommt eine extra Rolle im Discord. Ihr steht dann rechts in der Discord-Übersicht natürlich ganz oben. In dem jeweiligen Rang, den ihr genommen habt, in der Ko-fi-Rolle. Das sind die Möglichkeiten, die euch Ko-fi bietet. Und wie ihr mich supporten könnt. Den Ko-fi-Link ist jetzt ab sofort in meinen Videos drinne. Wenn ihr jetzt gerade hier, was weiß ich, auf meinem Bayern-Kanal zuguckt oder auf meinem 7 Days oder auf meinem Orden der Ringkrieger, wo auch immer. Ich werde dieses Video auf allen Kanälen einmal hochladen, damit ihr Bescheid wisst, was Ko-fi ist. Was Ko-fi macht. Und damit ist das Thema auch durch. Ja, das ist jetzt kein Video, wo ich sage, hier bitte supportet mich, ich brauche unbedingt, was weiß ich, neue Maus, Monitor, Auto, Haus, Eigentumswohnung, Villa. Nein. Ja, die Leute, die mich aktuell supporten, sei es durch einen Sub auf Twitch, eine Kanalmitgliedschaft auf YouTube oder die auch mal irgendwas spenden zwischendurch für einen Server oder sowas, ihr könnt das ab sofort einfach über Ko-fi machen. Warum über Ko-fi? Weil bei Ko-fi 95% dessen, was ihr spendet, bei mir ankommt. Ja, das ist der ganz große Unterschied zu YouTube, wo es 70% sind, die davon bei mir ankommen, oder zu Twitch, wo es nur 50% sind. Der andere große Vorteil, ihr könnt das auch bei kleineren Kanälen machen. Ja. Jetzt gerade, ihr seht, ich habe 4 YouTube-Kanäle. Auf dem Zagos-Kanal kann ich Kanalmitgliedschaft einschalten, auf dem Red Monich-Kanal kann ich das tun, auf meinem 7 Days-Kanal, auf meinem Herr der Ringe Online-Kanal, also Orden der Ringkrieger, kann ich das nicht tun, weil ich da noch nicht genug Kanalmitglieder habe. Obwohl ich da auch Videos habe, die viele 100 Aufrufe haben oder sogar 1000 Aufrufe bei dem Herr der Ringe-Kanal. Es ist halt so eine Sache, die ein bisschen Banane ist bei YouTube, wie ich persönlich finde. Und von daher nutzt einfach Ko-fi. Ja. Ko-fi ist plattformunabhängig. Ja, es spielt keine Rolle, ob es YouTube ist, Twitch ist, Trovo ist, sonst was. Wenn ihr irgendwo live seid, euch spendet jemand was, das ist einfach auch ein Overlay, was ihr im OBS Studio einfügt. Es wird dann dort angezeigt, wo ihr gerade live seid. Ja, auch wenn jemand hier ein Membership macht, wie es hier heißt, also ein Sub da lässt, es wird eingeblendet im Stream ganz normal, wie ihr es sonst von den Plattformen hier auch kennt. Obwohl ich glaube, bei YouTube wird auch nicht mehr zu einer Kanalmitgliedschaft eingeblendet, wenn ihr live seid. Das wird dann halt mit einem Sub, der auf Ko-fi reinkommt, getan. Ja? Und das ist doch super. Es ist gebündelt und wie gesagt, nochmal der große Vorteil jetzt für mich persönlich oder für jeden anderen Creator, ist, dass 95% der Einnahmen auch bei mir ankommen und nicht 30% bei der Plattform, 50% bei der Plattform. 30% kann man noch drüber streiten, ob das okay ist auf YouTube für das, was YouTube anbietet. Also sei mal dahingestellt, 50% auf Twitch ist eine absolute Frechheit. Und von daher kann ich nur an meine Community oder an jeden, der mich unterstützen möchte, appellieren, bevor ihr eine Kanalmitgliedschaft macht auf YouTube oder ein Sub auf Twitch, macht's über Ko-fi. Na, das bringt mir mehr und ihr von eurem
Geld, was ihr halt demjenigen geben möchtet, um ihn zu unterstützen, kommt halt einfach auch bei demjenigen mehr an. Ne? Also es macht mehr Sinn zu sagen, jo, ich gebe dir lieber 3,99 über Ko-fi, anstatt ist, dass ihr bei Twitch zum Beispiel 9,99 macht oder sowas. Ne? Dann wird ungefähr auf dasselbe rauskommen. Ja? Um das mal ganz klar darzustellen. Ja, das ist der Weg, wie ihr mich ab sofort unterstützen könnt. Das als kleine Aufklärung. Ihr werdet in meinen Videos einen Ko-fi-Banner sehen, jetzt immer. Ihr findet in jeder Videobeschreibung auf YouTube bei neueren Videos, also alte Videos editiere ich natürlich nicht, bei neueren Videos findet ihr auf jeden Fall den Link in der Videobeschreibung. Den könnt ihr einfach anklicken, dann kommt ihr auf diese Seite und könnt, wenn ihr was spenden möchtet oder ein Membership da lassen wollt, das hier tun. Eure Nachrichten werden hier auch gespeichert. Wenn ihr mir hier folgt, ihr könnt mir auch einfach folgen auf Ko-fi, ohne irgendwas zu spenden oder sowas, könnt dann Nachrichten auch einsehen. Man kann auf Ko-fi Bilder hochladen, die ihr einsehen könnt. Man könnte auf Ko-fi einen Shop einbinden, wo man zum Beispiel digitale Güter anbietet. Was weiß ich, keine Ahnung, Wallpaper oder sonst irgendwas. Das sind alles Sachen, die bei mir absolut nicht in Planung sind. Ihr habt auch keine super geilen Vorteile hier, wenn ihr hier einen Sub macht. Ihr unterstützt mich damit einfach, ihr wertschätzt meine Arbeit, so fasse ich das dann auf jeden Fall auf. Und das ist auch alles. Ja. Das ist der aktuelle Stand, wie es bei mir ausschaut. Das ist die Seite, wie sie aussieht. Bei euch ist sie weiß, bei mir ist halt Dark Mode an. Das ist alles. Ihr habt hier eine kleine Beschreibung, ihr habt hier dann die Links zu den Social Media Sachen. Ja, habt dann hier einmal One-Time, wo ihr eine einmalige Spende machen könnt, oder Membership, wo ihr euch die Rolle auswählen könnt. Wie gesagt, der einzige Vorteil, den ihr habt, ihr bekommt, wenn ihr bei mir auf dem Discord-Server seid, müsst ihr wahrscheinlich euren Ko-fi-Account noch mit Discord verknüpfen, dann bekommt ihr eine extra Rolle, die halt oben rechts angezeigt wird, dass ihr mich bei Ko-fi unterstützt. Joa, das zu meiner Person, wie ihr mich unterstützen könnt, dann mal die Vorteile, die ich bei einer Plattform oder Service wie Ko-fi sehe. Vielleicht erstmal noch, es gibt auch die Möglichkeit, anstatt dass ihr 95% bekommt von euren Einnahmen, könnt ihr auch sagen, ich zahle jeden Monat $6 an Ko-fi und dann bekomme ich 100% meiner Einnahmen. Also diese Möglichkeit gibt es auch noch. Wenn ihr also genug einnehmt, sodass es mehr, dass diese 5% mehr wären wie $6, könnt ihr auch sagen, ich gebe die $6 jeden Monat safe, Ko-fi, und alles, was dann reinkommt, ist zu 100% bei mir. Das sind die beiden Möglichkeiten, die ihr habt bei Ko-fi. Damit kommen wir dann auch nochmal zum Thema Twitch, wo Twitch sich 50% von reinzieht. Ja, 50% erhält Twitch direkt schon mal von jedem Sub, von jedem Scheiß, den ihr auf Twitch macht, erhält Twitch 50%. Das ist schon sehr frech. Ja, und die aktuelle Entwicklung auf Twitch, wer sich da ein bisschen mit befasst, geht ja auch in keine gute Richtung gerade. Und von daher ist so ein Service wie Ko-fi einfach plattformunabhängig. Wenn ich jetzt nochmal neu mit Twitch anfangen würde, würde ich auf jeden Fall kein Affiliate machen. Ja, sag ich euch, wie es ist. Klar, man würde auf die ganzen Twitch Primies verzichten. Das ist auch die einzige Sache, wo ich sage, ja, wenn ihr ein Twitch Prime Abo bei mir macht, macht das weiterhin, gar kein Problem. Macht ihr ein normales Abo auf Twitch, ja, macht es lieber auf Ko-fi. Hab ich persönlich mehr von. Ja, mir ist klar, das sind Leute da, die sind seit 56 Monaten Sub. Grüße gehen raus an Mara und Gudio. Dann der Raffi mit irgendwas in 43, 44 oder sowas. Da weiß ich nicht, was euch diese Zahl bedeutet. Ich weiß, wie lange ihr mich supportet, auch wenn ihr diese Zahl auf Twitch dann nicht mehr wächst, sondern dafür dann auf Ko-fi. Für mich, wie gesagt, mir bedeutet diese Zahl in diesem Moment dann nichts. Ja, dass man dann sagt, ja, aber ich würde jetzt so und so viel so sein. Aber am Ende des Tages müsst ihr das für euch wissen. Ja, das ist euer Geld. Wenn ihr mich supportet, ist das natürlich eure Wahl, womit ihr mich supportet. Aber bei Ko-fi kommt auf jeden Fall mehr von eurem Geld bei mir an als
wie bei Twitch oder YouTube. Ja, das können wir daraus festhalten. Und das Schöne ist, ich kann auch das in meinem Podcast mit aufnehmen, dass die Leute, die da vielleicht zuhören und Bock haben, mal einen Euro dazulassen, können die das hier sehr gerne tun. Gut. Also, wenn ich jetzt neu anfangen würde auf Twitch, würde ich Affiliate nicht mehr machen. Warum? Wenn ihr Affiliate seid, seid ihr an Twitch gebunden. Ihr dürft nicht auf Twitch streamen und gleichzeitig auf YouTube streamen. Was ich sehr gerne tun würde bei manchen Sachen. Von daher, ja, wäre es vielleicht sogar eine Option zu sagen, dass ich den Affiliate auf Twitch vielleicht irgendwann sogar sein lasse. Ja. Da muss man mal gucken, wie die Entwicklung weitergeht auf Twitch. Aktuell, ich meine, bei mir sind das jetzt eh keine Sache, wo man sagt, ja, boah, das reißt es jetzt aber raus. Im Durchschnitt sind es bei mir 30 bis 40 Euro im Monat, die durch Twitch reinkommen. Da müsst ihr davon noch rechnen, dass ich Steuern zahlen muss. Ja, dann könnt ihr euch, ich bin Single, könnt ihr euch an einer Hand ausrechnen, was davon am Ende des Jahres überbleibt. Was aber völlig okay ist, es sind ein paar Euro, da kann ich immer das eine oder andere Game von kaufen und kann das dann wieder auf Twitch vorstellen und so weiter. Das ist alles gut, wie es ist, ja. Aber wenn ich jetzt neu anfangen würde, würde ich kein Affiliate machen. Ich würde direkt meine Zuschauer für Kofi sensibilisieren, einfach mit dem Hinweis, ja, dass da einfach viel mehr auch bei mir persönlich ankommt und das viel mehr Sinn macht. Inwieweit das die Community oder die Zuschauer auf Twitch annehmen, weiß ich nicht. Wie gesagt, Affiliate für Twitch Prime, ja, alles gut und schön. Die Frage ist, wie lange der Twitch Prime noch so viel wert ist, dass ihr davon auch diese 1,99 € dann bekommt. Das steht noch auf dem anderen Blatt, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Ja, das wäre auf jeden Fall meine Wahl, wie ich es angehen würde. Nochmal, wenn ihr dann zum Beispiel, ihr hättet auf Twitch, sagen wir mal 10 Subs, egal, sagen wir jetzt 8 normale, 2 Primies, ihr habt aber auf Kofi nur 5, dann hättet ihr plus minus 0. Ja? Also wenn ihr jetzt sagt, ich bin kein Affiliate, habt dafür aber dann nur die Hälfte an Subs zum Beispiel, würdet ihr trotzdem die gleichen Einnahmen haben. Das jetzt nur mal als Beispiel. Ja, oder fast dieselben Einnahmen. Ihr habt dann 95%, da sind es 50. Von daher glaube ich schon, dass ich das so machen würde, weil ich dann auch einfach unabhängig von Twitch wäre. Was ist, wenn Twitch dich bannt? Ja, gerade bei so einem Popeltyp, wie man es dann ist, selbst wenn ihr 50 oder 100 Subs habt oder sowas, ihr habt im Schnitt, sagen wir mal, 30, 40, 50 Zuschauer, als ob das jemand juckt, wenn Twitch euch bannt, aus welchem Grund auch immer. Ja, dann ist das so und dann sind die Einnahmen auch futsch. So, und dann seid ihr bei Kofi unabhängig. Ja, das ist so der andere große Vorteil, den ich sehe auf Twitch bezogen. Neben dem, dass sich Twitch halt diese 50% reinballert und neben dem, dass ihr an Twitch festgenagelt seid und nicht gleichzeitig woanders streamen dürft. Ja, bezogen auf YouTube, habe ich schon gesagt, ihr braucht erstmal 1000 Abonnenten. Ja, und eine gewisse Viewtime und so weiter, aber die habt ihr eh dann, wenn ihr 1000 Abonnenten haben solltet. Vorher könnt ihr nichts monetarisieren, ihr könnt keine Kanalmitgliedschaft anbieten, was super schade ist, weil es gibt mit Sicherheit viele Kanäle, die vielleicht 200 bis 600 Abonnenten haben, die aber viele gute Videos haben, Tutorials, sonst was. Oder ein oder andere mit Sicherheit gerne mal sagen würde, ach ja, weißt du was, du hast mir so geholfen bei der Sache, ich würde dir gerne mal 2-3 Euro dalassen. Das geht nicht. Ja, selbst wenn ihr streamt, geht das nicht. Ihr könnt keinen Superchat, gar nichts machen. Einfach null, weil ihr keine 1000 Abonnenten habt. Total Banane, zum Beispiel mein Orden der Ringkrieger-Kanal hat um die 240, 250 Mitglieder. Da sind 95% Tutorial zu Herr der Ringe online oben. Ja, was den Leuten sehr hilft und wo auch der eine oder andere vielleicht gerne mal gesagt hätte, auch ich hätte jetzt einfach mal hier eine Kanalmitgliedschaft gegeben für 4 Euro mal einen Monat lang oder ich hätte hier mal 2 Euro so gegeben. Das geht halt einfach nicht. Ja, und das ist super schade, verstehe ich auch nicht die Logik, aber auch das könnt ihr halt mit Kofi ja umgehen, hört sich schwierig an. Anbieten, sag ich mal. Ja, ihr könnt direkt von Anfang an auf euren Kanal eure
Leute, die ihr da habt, für Kofi sensibilisieren. Wie ihr das macht, keine Ahnung, sei dahingestellt, das müsst ihr wissen. Ja, ich bin jetzt nicht so der penetrante Typ, der sagt, ach ja, hier übrigens, ihr könnt mich auf Kofi unterstützen, lasst einen Daumen da, gebt mir am besten ein Abo auf Kofi und spendet mir noch 20 Euro, weil ich so ein geiler Typ bin. Nee, das ist nicht meine Art und Weise. Wie gesagt, ich stelle das hier einmal vor, dass das der beste Weg ist, mich zu supporten. Und dann ist das Thema auch durch. Es wird die Einblendung von Kofi kommen in den Videos. Die Leute, die sich fragen, was ist das für eine Einblendung, scrollen vielleicht runter, klicken auf den Link, sehen das oder gucken sich dieses Video an und dann weiß jeder Bescheid. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sehe so eine Plattform wie Kofi auf jeden Fall als den besseren Weg und kann gerade Leuten, die neu anfangen, ja, gibt es immer noch, bindet euch nicht an eine Plattform. Nutzt lieber sowas wie Kofi. Sensibilisiert eure Community darauf. Wenn da Leute sind, die euch unterstützen möchten, werden sie es auch über Kofi tun, anstatt über Twitch. Der Vorteil ist, ihr seid nicht an Twitch gebunden, in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und nochmal, Twitch zieht sich 50% sämtlicher Einnahmen rein. Und das ist schon frech, wie ich finde. Damit schließe ich hier. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ja, vielleicht habe ich den einen oder anderen Kofi näher gebracht, vielleicht auch den einen oder anderen kleinen Creator, ich weiß es nicht. Wenn dem so sein sollte, viel Spaß auf Kofi. Ich bedanke mich und in diesem Sinne, haut rein, bis dann. Tschüssi.